Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, eine kleine Sache haben wir noch, und zwar den Spin-Button, und danach werden wir uns den Menüs zuwenden. Der Spin-Button ist nicht unbedingt mein Lieblingswidget, im Gegenteil, es gibt so einige Sachen, die ich an dem noch gar nicht verstehe, aber man kann ihn eben doch auch schon in so der einfachen Form ganz gut einsetzen, und ich zeige euch mal, was man mit dem alles machen kann. So, dazu habe ich mir ein Programm geschrieben. Hier oben sind erstmal hier der Import, das Hauptfenster, und hier unten die Main Loop, also das Übliche. Und dann habe ich mir hier eine Spinbox konstruiert, habe die auf den Bildschirm gesetzt, und hier im Command steht ein Zeigwert oder ein Befehl. Und der macht nichts anderes, als dass er mir in der Shell den Wert von get ausgibt, also welchen aktuellen Wert ich gerade in meiner Spinbox drin habe. So. Besonders ist hier dieses values, also normalerweise hat man ja einen Wert, value, den man einsetzen kann, oder ein onValue und ein offValue, also ein Wert, wenn es an ist, ein Wert, wenn es aus ist. Und hier übergebe ich eine Liste mit mehreren Werten. Das können auch beliebig viele Werte sein. So, warum das so ist und wie das funktioniert, das können wir uns gleich ansehen. So, ich lasse das Programm mal laufen und schiebe mir mal hier mein Shell, so dass ihr gut mitverfolgen könnt, was unser Printbefehl ausgibt. So. So, ist ein bisschen klein, das ändern wir gleich noch. So, und hier habe ich jetzt zwei kleine Buttons, mit denen ich nach oben und nach unten scrollen kann. Wenn ich nach unten gehe, gibt er mir, macht er gar nichts. Nur, dass er hier eben 1 ausgibt. Das heißt, der Command-Button oder Command-Befehl wird schon ausgeführt. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, durchläuft er mir 1, 2, 3, 4 und dann bleibt er wieder stehen. Also, das heißt, es ist eine Liste, in der ich hoch und runter gehen kann, aber wenn ich am Ende der Liste angekommen bin, dann kann ich nicht weiter hochgehen. Das können wir auch gleich ändern. Ich schließe das Ganze mal, und ihr seht, man kann mit dem Get-Befehl erstmal hier, also hier mit dem Get-Befehl, sich den aktuellen Wert auslesen. So, das Erste, was ich machen möchte, damit ihr das auch besser seht, ist, dass ich die Größe verändere, und ich nehme jetzt hier mal Ryle und 14. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich machen möchte, ist, dass ich sage, so, der soll mir, wenn er ans Ende der Liste angelangt ist, soll er mir wieder beim Anfang anfangen. Und dazu setze ich die Variable wrap auf true. Die ist normalerweise auf false gesetzt. Wenn ich sie auf true setze, dann durchläuft er mir vom Ende oder springt er vom Ende der Liste wieder an den Anfang zurück. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt seht ihr erstens, das ist wesentlich größer geworden. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen, dass ihr das besser auf dem Bildschirm jetzt sehen könnt. Und dann kann ich nach oben gehen, und wenn ich jetzt weiter auf den oberen Knopf drücke, dann läuft der, springt er wieder zur 1. Also das hat jetzt das Wrap getan. So, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte, oder ersten Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und bei den Values, da kann ich jetzt zum Beispiel auch hingehen und kann sagen, ich setze V1 ist gleich. Und jetzt nehme ich mir hier die ganze Liste raus und setze die hier rein. Das heißt, ich definiere mir außerhalb eine Liste und übergebe die hier jetzt einfach. Das heißt, hier setze ich das V1 rein. So. Und jetzt kann ich V1 wie eine ganz normale Liste auch behandeln. Das heißt, ich kann Sachen dazu packen und ich kann Sachen wegnehmen. So. Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher zeigen. So, ich gehe jetzt mal, oder ich mache jetzt erstmal ein Label. Und
Text ist gleich nichts erstmal. Und den packe ich auf unseren Bildschirm. Und da ich jetzt möchte, dass das oberhalb hingepackt wird und genau die Breite auch ausfüllt, setze ich den auf Fill gleich X. Das heißt, er geht vom linken bis zum rechten Rand. So, das kann ich hier eigentlich auch machen, aber ist jetzt nicht ganz sinnvoll, das nicht zu tun. So, und dann möchte ich hier unten, möchte ich, was weiß ich, also zum Beispiel einen, ich setze mir eine Eingabe hin, das ist gleich Entry Root, also eine ganz einfache Eingabe, und Eingabe.pack. Und auch die setze ich mal auf die Fensterbreite. Und dann definiere ich mir noch einen Button 1. Na. Und Text ist gleich übertragen. Oh, Anführungsstriche darf ich nicht vergessen. Und einen Befehl gleich hinzufügen. Den muss ich gleich noch definieren. Bat1.pack, auch wieder fill gleich x. Und ein Button 2. Und dem gebe ich den Befehl löschen dazu. Und den setze ich direkt unter den Button 1, auch wieder von links bis rechts ausgefüllt. Fill ist gleich x. So. Und was möchte ich jetzt machen? Ich möchte mit dem Button 1, möchte ich den Inhalt von der Eingabe in die Liste hinzufügen. Und das mache ich jetzt hier mit übertragen. So. Wie hatte ich das hinzufügen? Hatte ich das gern? Entschuldigung. So. Und da hole ich mir jetzt zuerst mal den Wert von der Eingabe, also aus unserem Eingabefenster. Das ist das Erste, was ich machen möchte. Dann frage ich ab, ob der String, der Eingabestring ungleich leer ist. So. Und nur wenn er ungleich leer ist, dann verändere ich meine Liste. So. Und jetzt muss ich bei der Liste mit Append S1 da dranhängen. So, und jetzt, wenn wir das jetzt starten würden, dann würde der mir zwar die Liste verändern, aber noch nicht die Liste in der Spinbox selbst. Das heißt, ich muss bei der Spinbox SB, muss ich noch die Variablen oder die Werte verändern. Und dazu, das kennt ihr ja schon, wie man das verändert, setze ich das in eckige Klammern, Anführungszeichen, auf Values und dann gleich V1. So. Und dann kann ich Return machen und ich habe meinen ersten Befehl definiert. So, jetzt muss ich noch den Befehl löschen. So, S1. Und jetzt hole ich mir den nicht aus der Eingabe, sondern aus der Spinbox selbst. Spinbox gleich get. So. Und aus der Liste lösche ich jetzt den String, den ich bei S1 durch den Befehl get bekommen habe, den lösche ich durch remove. Und da muss ich ja einfach bei dem remove-Befehl nur die Zeichenkette übergeben, die gelöscht werden soll. So. Und jetzt muss ich genau dasselbe machen wie hier oben. Ich muss die Liste, die aktualisierte Liste, muss ich neu in die Spinbox hineintun. Das heißt, hier wieder Values ist gleich V1. So.
So, und ihr seht, ich kann nicht direkt in der Spinbox die Werte verändern. Ich kann die nicht einfügen und nicht herausnehmen, so einfach, sondern ich muss das in der Liste tun, die ich der Spinbox mit Values übergebe hier. Ja, so. Nur so kann ich das verändern. So, und jetzt schauen wir unser Programm mal an. Ich hoffe, ich habe es alles richtig eingegeben, wie ich das haben wollte. Ja. Das sollte ich offen lassen, wenn ich das schon... So. So, als erstes seht ihr, das Label ist jetzt noch nicht verändert worden, aber sobald ich das hier verändere, macht es mir doch nichts. Na, super. Ja, das habe ich ja gerne. Dann möchte ich wenigstens hoffen, dass der mir jetzt die 5 annimmt. Ich schreibe übertragen. So, und mal gucken, ob er das hat. 5, ja, hat er jetzt reingenommen. Jetzt kann ich auch noch die 6 dazu tun. Übertragen. Ja, die 6 ist jetzt auch hinten angehängt. Wunderbar. So, und jetzt möchte ich die 1 löschen. Und jetzt gucken wir mal. Genau, jetzt hat er, geht er von der 6 gleich zur 1. So, und wenn ich die 1 wieder drin haben möchte, dann muss ich die hinten dranhängen. So, wunderbar. Damit haben wir das, was wir... So, und jetzt muss ich nochmal gucken, warum der mir dieses Label nicht verändert. Ah, okay. Ja, das ist ja nun lustig, ne? Also, Label, Klammern, Text. Da hatte ich zwischendurch was nachgeprüft und hatte mir das auf die Shell ausgeben lassen mit dem Print-Befehl und habe das nicht wieder umgeändert. So. Aber jetzt müsste es laufen. So. Gut, und jetzt läuft er parallel. Wunderbar. Gut. So. Und das war die Funktionalität von unserem von unserer Spinbox. Die ist gut, wenn man feste Werte dem Benutzer zur Verfügung stellen will, aus denen er auswählen kann. Wobei man da auch die Liste nehmen kann, wie gesagt, also die Spinbox ist nicht unbedingt mein Lieblingswidget. So, aber jetzt wisst ihr wenigstens, dass es die gibt, wie man die programmiert und wie man auch die Variablenliste in der Spinbox flexibel gestalten kann. Und der Vorteil ist, dass, denke ich, kann ich mir vorstellen, dass man eben die Liste nicht zusammen mit der Spinbox aufrufen muss. Ja, man kann die Liste also beliebig irgendwo anders verändern und muss nicht jede Sache einzeln in die Spinbox hineinpacken, sondern dann irgendwann sagen, so, ich habe die Liste verändert und jetzt verändere mal das, was in der Spinbox auftaucht. Gut. Das war's mit unserer Spinbox, ganz kurz und schmerzlos. In den nächsten Folgen werden wir uns erstmal mit dem Menü beschäftigen. Das gibt es nämlich auch noch und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Also hier mit diesen Sachen hier oben, die man aufklappen kann, womit man ganz viele Befehle dem Benutzer zur Verfügung stellen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dort werden wir uns dann die fast die letzten Optionen von dem Tkinter-Modul auch noch ansehen. Bis dann!